Moment, Ja, aber echt, warum explodieren die neuen weiter? Ich dachte, das passiert nur bei Höllenfeuer-Munition. Ja, ja, das hat er ja. Ach, ja. Ich bin wach. Ich bin wach. Plus 10 sind 40. 47 plus 9 sind 56 Schaden. Wir ignorieren die Rüstung und ziehen den Widerstand ab. Das sind 46 Schaden. Du schießt eine einzige Boltpistole, eine einzige Boltpatrone trifft direkt in sein aufgerissenes Maul. Du schlägst und auf der Hinterseite des Kopfes schlägt sie wieder aus seinem Kopf heraus. Aber er läuft weiter auf dich zu. Ich meine nur, komm nur. Mein Kettenschwert wartet auf dich. Gabriel, sie. Ja, da ich keine Zweifel dran hatte, dass dieser Krieger und dieser jämmerliche Xena stirbt, sobald er sich an Bruder Wilhelm rangetraut hat, ziehe ich meinen Bolter und gebe ebenfalls das Feuer gegen den Krieger, der auf uns zustürmt. Bossen. Ich bin Alpha-Krieger. Tu deine Pflicht. Ausweichen kann er nicht mehr. Ja, halbautomatisch. Aber der Imperator will heute nicht. Du siehst, wie der Maschinengeist deines Bolters verzweifelt aufschreit und die Boltpistole spuckt Munition aus. Du siehst, wie irgendwie Säure herunterfließt. Dein Bolter ist beschädigt. Dann nach Gabriel kommt Arminius. Arminius packt einfach die Arme, die ihm gerade in das Bein schneiden und möchte sie ausreißen. Ich mache natürlich wieder die Swift Attack. Der erste würde treffen, wenn er nicht ausweichen möchte. Ausschockung. Er kann noch ausweichen, ne? Diese Runde noch, ja. Diese Runde noch, dann ein wie. Das ist, glaube ich, nicht geschafft. Warte mal. Okay. Ach, sorry, ich bin. Ist das, ne? Doch, dann hat er es geschafft. Nee, ausweichen ist das. Warte, er darf mich parieren, wenn er so geneigt ist. Habe ich vergessen. Er hat ja noch einen Arm, dann darf er dich parieren. Dann hat er es geschafft. Ja, aber nicht mit dem zweiten. Das sind 27 Pen 9. Ich denke, das war's. Das war die Energiefaust. Mhm. Nach vorne Blitze zucken aus der Faust nach oben und es bleibt nur noch pulverner Staub, Leim und der Torso kippt ohne einen Kopf nach hinten in den restlichen Teil des Schiffes. Ich werfe den einen Arm mit der Sichelklaue, den ich noch in der Faust halte, zur Seite und wende mich dem nächsten Feind zu. Der Alpha-Krieger steht noch und der Alpha-Krieger marschiert auf euch zu. 5. 16, dann bin ich jetzt mit dir am Nahkampf und ich möchte ganz gerne einmal. Ich überlege gerade, ich schaue mal auf seine Werte. Ich werde zuhieben und zwar mit meinen Sensenklauen. Zweimal. Denk dran, dass du eine plus 10 kriegst, weil du einen Sturmangriff gemacht hast. Ja, das ist okay. Aber dafür kannst du in dem Sturmangriff auch nur eine Attacke. Wir können nur eine Attacke machen. Ich weiß nicht, wie das bei dir funktioniert. Kampfgeschick hat geklappt. Das Problem ist, dass er eine Stärke mal 3 hat und nicht eine Stärke mal 2. Das heißt, er macht mehr Schaden. Also, der stürmt jetzt auf mich zu, ja? Der stürmt auf mich zu. Hat hart getroffen, also kann ich parieren. Da ich ja mein Kettenschwert in der noch in der Hand habe. So, 1d100. Mit 38 pariert und ich kann einen Gegenschlag machen. Ja, er hat, glaube ich, hat er noch eine Reaktion. Nee, die hat er nicht mehr. Naja, deswegen darf ich jetzt direkt, nachdem ich pariert habe, mit meiner. Und mit 3 treffe ich. Ja, dann macht er einen Schaden. 46 hat er bekommen und einmal 9. Und noch eine 9. Na Quatsch, stimmt ja gar nicht. Nein, tut er nicht mehr. Ist ja jetzt ein Kettenschwert gewesen. Dann sind es tatsächlich 27 Schaden. Durchschlag 4. 27, dann 18 weniger. Das sind 9, ne? Mhm. 9 und 9 sind 18. 18 und 46 sind 54, 64. Einen Griff habe ich noch. Und mit dem greife ich dich wieder an. 52 wieder geschafft. Ja, dann darfst du Schaden machen. Ich darf nichts mehr machen. Genau, ein W10 plus 20 sind 28. Sehr gut. 28 DS3. Wo hat er getroffen? Auf der 25 hat er getroffen. Auf der 25? Dann ist das der linke Arm. Das tut weh. Dann habe ich 15 gesoakt. Aber es tut ordentlich weh. Wie viele Lebenspunkte hast du noch?
Ich habe mir, da ich wieder komplett geheilt bin, habe ich von 22. Plus 15 sind 13. Ja, dann habe ich noch über die Hälfte an Lebenspunkte verloren. Aua. Dann bin ich durch. Hast du noch 9 Leben, ne? Genau, 22 habe ich, 9 bleiben übrig. Ja, ihr könnt sehen, wie wohl euer Devastator-Bruder Wilhelm einige Probleme mit seinem Beuter hat, den er fallen hat lassen. Nehmt ihn erstmal wieder auf und steckt sein Kampfmesser auch wieder in seinen Gürtel und wird auf alle Fälle mit seinem Devastator, mit seinem Sturmbeuter dann noch zu tun haben. Dann gehen wir weiter zu Octavius. Also ich denke, ich muss den Alpha-Krieger auch auf das Korn nehmen. Ich würde mal so ein paar Schritte zur Seite machen, dass ich ein besseres Schussfeld habe. Und da der ja groß ist, kann ich da irgendwie auf den ballern, ohne den Tordal zu erwischen. Ja, ist auf alle Fälle groß, ja. Dann mache ich vollautomatisch auf den Alpha-Krieger. Ja, treffen 4 Stück. Riesig ist, glaube ich, sogar plus 20 schon. Ist es. Ja, und das haben alle Schüsse getroffen. Ja, ich habe paar 70 plus noch den Zielmarkierer sind 83. Ja, dann den Eid 93, also da müssten alle treffen. Ja, dann, ich versuche trotzdem spaßeshalber auszuweichen, weil ja, klar. Ich weiß, was ich hoffe, aber trotzdem ist einer ausgewichen. Dann treffen 2 Stück und jeweils 21 Schaden. Ein DS. Dann habe ich nur noch die natürliche Rüstung. Also nicht mehr die natürliche Rüstung, sondern nur noch mein Widerstand. Ach halt, eine 10 explodiert ja. Oh Mann. Wie viel Schaden sind das jetzt? 26. 26 minus 10 sind 16. Okay. Dann verliert er mittlerweile auch einen weiteren von seinen 4 Armen. Und nach Octavius ist Tordal. Hast du deine beiden Schäden schon gemacht an den beiden Kubi? Oder habe ich das jetzt gerade irgendwie falsch mitbekommen? Hast du 2? Doch, er hat 2-mal getroffen und er hat den Schaden gewürfelt. Okay, gut. Dann ist hier gut. Dann kämpfe ich jetzt mit beiden Nackenkraften. Habt ihr. Genau. Ja, der muss jetzt fallen, sonst. Genau, ja, ich lasse. Deswegen soll ich das. Sonst bin ich weg. Deswegen lasse ich jetzt die Bolzpistole fallen und ziehe halt sehr schnell ziehen dann die Axt und mache meine 3 Angriffe. Werde aber tatsächlich für diese Runde mein. Er kann nicht mehr dodgen. Genau, deswegen wende ich in diese Runde jetzt auch mein Talent ein. Gewaltige Stärke. Diesmal bin ich dran. Bei übernatürliche Stärke mal 3. Okay. Dann bist du gleich auf mit ihm. Genau. Nicht von der Stärkewert, aber vom Multiplikator. Ja. Und. Jo, dann schauen wir mal. Erster Angriff mit dem Kettenschwert. Dann sind das im ersten schon mal 18. Plus halt den. Ist dann Stärkebonus mal 3. War das richtig, ne? Genau. Ja. Also, WB. Stärke ist 11. Also was hast du denn für einen Grundwert in Stärke? Grundwert ist 52. Okay, dann kriegst du einfach nochmal 5 drauf auf deinen Stärkebonus. Genau, so ein 16 plus die plus das Kettenschwert sind das. Du hast eine 10 gewürfelt. Genau, 18 plus die 10 muss ich eh noch würfeln. So, 30 minus die 6 sind wir bei 24 plus 18. Das ist der Grundschaden. Bin ich jetzt 18, 42, ja, 42. Durchschlag 4. Das war der erste Angriff. Ja, du kannst deine Kettenlingen von rechts und von links in ihn hineinhauen. Du sägst und sägst und Segret spritzt in eine Richtung. Du hörst, wie hinter dir deine Brüder dich mit Bolterfeuer unterstützen und von links und rechts schlagen Kugeln neben dir ein. Und dann siehst du, wie er mit abgetrennten Armen, abgetrennten Beinen und dann am durchschlagenen Kopf vor dir auf den Boden fällt. Dick! Ich ramme ihn dann noch so meine Axt mit voller Inbrunst
nochmal in den Schädel rein. Hey, nein, mach das nicht! Gabriel will vielleicht eine Probe nehmen. In dem Moment, kurz bevor ich treffen würde, halte ich dann inne. Bestätige, wir nehmen alles mit, was es sich mitzunehmen lohnt. Und der schien wohl direkt mit dem kognitiven Bewusstsein verbunden zu sein. So sei es. Wolf, wie ist dein Befinden? Nun, was ich eins sagen muss, die Dinger haben Power. Sie sind schon wieder durch meine Rüstung durchschlagen. Gut, Sag mal so, ich stehe noch, ich kann noch kämpfen, aber es gab Tage, da ging es mir schon besser. Ihr sichert das Gebiet. Ich werde die Proben sammeln und legt Sprengladungen an, wo auch immer sie diese Nester haben. Überall hier. Und ihr habt den Ruhmreich niedergerungen, aber haltet euch nicht zu lange auf. Und du, Wolf, tritt her. Ich hab da was für dich. Okay. Dann werde ich wohl erstmal zu dir kommen, bevor ich weiter den Brüdern helfe, die Sprengladung auszulegen. Ja, während ihr euch umseht und Gabriel, du möchtest noch deinen apothekarischen Pflichten nachgehen oder andere Dinge tun. Ihr überlegt gerade, an welchen Stellen ihr da strategisch eure Fraggranaten hinterlasst oder eben die anderen Sprenggutstücke, die ihr noch dabei habt. Da könnt ihr sehen, wie weitere von den Abermillionen an Eiern aufplatzen. Und ihr seht, wie kleine Hormaganten auftauchen. Es sind viele. Es sind wirklich viele. Wilhelm, leg ein Sperrfeuer! Ja, Wilhelm lässt da seinen wieder reparierten Sturmpolter erklingen und ihr könnt hören, wie das heilige Feuer der Höllen von Feuermunition durch die Reihen dieser Brutstätte geht. Ja, ich nehme eine. Tu da mithelfen. Ich nehme einen Injektor, drück ihm Vorder in die Wunde und gebe ihm dann die nötigen Flüssigkeiten, dass sich seine Biomasse wieder regenerieren kann. Du bekommst 12 LP. Ja, da bin ich bis auf 1 LP wieder geheilt. Derweil habe ich irgendeine Stelle gefunden, die dankbar annehmbar für Sprengstoff aussieht und da eine Granate hineingeworfen, so auf 90 Sekunden Zünder. Eine nur oder mehrere? Ich denke eine, wir sollten ja jeder welche verteilen. Okay, gut. Ja, es gibt kein Klickern von Metall oder so etwas, sondern nur ein Flatschen, als würde sie ins Wasser gefallen sein oder in Schleim. Und die 90 Minuten oder die 90 Sekunden ticken. Ich gehe dann zum nächsten Punkt und rufe den anderen zu. Brüder, beeilt euch! Wir müssen diesen Ort verlassen. Richtig. Ja, um euch herum könnt ihr auch weitere Kapseln erkennen. Allesamt platzen sie auf und wenn ihr zwei von ihnen niederschießt, könnt ihr sehen, wie fünf von ihnen nachschlüpfen. Und sie werden mit jeder Sekunde, die verstreicht, größer und größer. Und ihr könnt auch sehen, wie die Wände weiter aufplatzen und ihr seht jetzt weitere Krieger, die dann auch wach werden aus ihrer Stasis und in den Angriff gehen. Ich würde sagen, den Ausgang im Süden. Was meint ihr? Es fehlt die Zeit, das näher zu analysieren. Aber wir müssen uns für einen entscheiden. Süden klingt gut. Er ist nah genug. Wenn ich bis hierhin die Zeit hatte, möchte ich noch in die nächstbeste Öffnung noch eine Granate geworfen haben. Vergiss die Sprengladungen nicht, sonst war das alles umsonst. Ja, ich nehme dann zwei meiner Granaten und gucke mir Orte aus und ich schließe mich mit meinem Bruder mit Granaten und Sprengsätzen an. Und dann springt Arminius durch den höhlenartigen Raum zurück zu seinem Squad. Ja, ich gebe die ganze Zeit Feuerschutz, damit wir keine Hormagantenflut erwarten müssen. Ja, also gut, wir flüchten in den nächsten Gang. Immer wieder Schüsse, die vor allem von eurem Devastator erklingen, mit dem Sturmbeuter hinter euch. Und er folgt euch selbstverständlich, aber ihr müsst ihn anleiten. Und während ihr durch die nächsten von den merkwürdigen Gängen läuft, könnt ihr plötzliches Kricken in eurem Helm hören. Und plötzlich ist da eine Vox-Verbindung, die vorher nicht da war. Oh. Was hören wir denn? Versiegelt den nächsten Gang. Wir müssen ihn aufgeben. Habt ihr das gehört? Dann für den Imperator.
Brüder, das sind imperatortreue Truppen an Bord. Wir sollten vielleicht mit ihnen Kontakt aufnehmen. Oder wir fangen einfach nur eine Verbindung der Hammer von Stintilla auf. Das halte ich für unwahrscheinlich. Könnte es vielleicht sein, dass es eine Art Verbindung ist? Von der Oberfläche vielleicht? Und so weit reichen unsere Headcoms nicht. Aber vielleicht ist dieser Ort hier in Verbindung mit einigen der xenotreuen Wesen, die wir dort noch erlebt haben. Die Menschen besessen haben. Wenn man ein paar Meter in jede Richtung geht, so 10 bis 20 oder vielleicht um irgendwelche Ecken, kann man dann eine grobe Richtung ausmachen, wo es stärker wird? Oder wo die Verbindung zumindest besser wird? Ja, also du bist der Meinung, wenn du 50 Schritte in die eine Richtung gehst, immer wieder angetrieben von dem Devastator-Feuer hinter euch, was erklingt, dann bist du der Meinung, dass es besser wird. Und wenn du dann dem Rauschen folgst und dem weiteren Klängen, die wohl definitiv von menschlicher Angst, aber auch von Trotz erfüllt sind, dann stehst du in einem weiteren gewaltigen Organ, was sich vor dir öffnet. Ein steiler, ansteigender Tunnel, den du nach oben geklettert bist, hat sich an irgendwelchen Zysten oder sowas festgehalten und siehst dann, wie vor dir der Boden erfüllt ist mit einer gallenähnlichen Flüssigkeit. Alles um euch herum ist rutschig, ihr steht in einer gewaltigen Kammer. Die Decke über euch könnt ihr nicht erkennen, aber das Ding ist so sehr groß, es ist zwar von Nebelschleiern verborgen, sodass ihr eben nicht den Rest erkennen könnt, aber vor euch in diesem gallen Verdauungstrakt könnt ihr einen Zerstörer, einen imperialen Zerstörer erkennen und gewaltige, riesige Mengen des Verdauungstraktes. Alles ist mit stickiger Luft erfüllt, alles ist unglaublich warm. Ihr könnt auch sehen, wie eure Thermosensoren weiter anschlagen. Ihr seid mittlerweile bei 300 Grad Celsius und die Gallensäure blubbert unter euren Füßen. Eine abscheuliche, fleischliche Höhle. Und auf dem halbverdauten imperialen Zerstörer, was aus der Galle herausragt, wo gerade verdaut wird, könnt ihr krabbelnden Schrecken erkennen. Millionen von Hormaganten, die oben auf der Oberfläche sind und das Rauschen von dem Vox wird stärker. Könnt wohl hören, wie wohl im Inneren weitere Soldaten versuchen, um ihr Überleben zu kämpfen. Dieses blöde Schwarmschiff hat wohl diesen Zerstörer geschluckt. Brüder, was ein grauenhafter Anblick. Könnte es sein, dass dieser Zerstörer eine Art Nahrung für dieses Monstrum ist? Dass es diese Materialien, aus denen der Zerstörer befindet, als Nahrung braucht? Ich schlage eine Diskussion vor. Dass unser Primärziel nicht gefährden würde, dies als Sekundärziel hinzuzufügen. Es gibt zum derzeitigen Zeitpunkt nichts, was wir für sie tun können. Ich schlage vor, unser Primärziel zu verfolgen. Denn wenn wir das Schwarmschiff töten, schaffen wir ihnen hoffentlich die Möglichkeit, sich zu befreien. Und wenn nicht, kann der Hammer von Stintilla sie möglicherweise herausschneiden. Wenn sie so lange halten. Sieht man einen Namen außen drauf gedruckt? Also drauf geschrieben, drauf gestanzt? Ja, es handelt sich dabei wohl um Attilas Weisheit, auch wenn die Keramikschrift wohl mittlerweile auch von der Säure angegriffen ist, aber sie hält wohl noch am meisten aus und es ist die Attilas Weisheit. Irgendwo vom östlichen Rand. Das Schiff hält wohl von außen keine atomare Explosion statt. Oder? Eigentlich doch. Atomare Explosionen im Raum sind nicht sehr schädlich, wenn sie nicht von innen stattfinden. Ja, kommt darauf an, wie sehr das angefressen ist, ne? Das natürlich, aber wenn es so sehr angefressen ist, dass es das nicht mehr standhält, dann ist es sowieso nicht zu retten, wenn wir es jetzt sofort in den Raum werfen würden. Also mir macht eigentlich was anderes Sorgen. Und zwar, wenn jetzt an Bord irgendwelche Leute sind, die sagen, okay gut, wir haben eh keine Chance mehr. Und die zünden den Fusionsreaktor. Und deswegen tun wir jetzt auch Folgendes. Ich pulse einfach meinen Vox-Transponder ein paar Mal auf allen imperialen Frequenzen, die wir halt üblicherweise bekannt sind, du weißt schon, die normalen. Ja, also die senden sowieso gerade wohl auf der normalen und wenn sie zugeschaltet sind, kannst du auch direkt eben sich zu den drüber schalten. Und rufe einmal hinein, Attilas Zorn, hier ist Killteam Apollos. Die Engel des Imperators sind gekommen, haltet stand.
Der Imperator ist gnädig. Der Imperator beschützt. Mit euch hätte euch wahrlich nicht gerechnet. Seid ihr hier, um uns zu retten? Wir werden euch einen Weg hinaus bahnen, sobald wir das Schwarmschiff getötet haben. Haltet Stand bis dort. Wir tun unser Bestes. Dann kannst du sie wieder kriegen hören. Männer, die Engel des Imperators sind da. Sie werden uns hier rausschneiden. Haltet noch ein letztes Mal Stand. Munitioniert auf. Ein letztes Mal. Habt Hoffnung. Sie werden das Schiff halten oder bei dem Versuch sterben. Aber sie werden uns nicht torpedieren. Und so der Imperator will, werden sie für ihre Standhaftigkeit belohnt werden. Sie werden so oder so sterben. Wir können sie nicht von hier aus mitnehmen. Aber sie können ihren Beitrag leisten. Der Imperator beschützt Gabriel. Immer. Gehen wir lieber. Den Gang, den wir hierher gekommen sind, werden wir da immer noch verfolgt? Wenn ja, würde ich ja ganz gerne mal eine Sprenggranate reinwerfen, um den möglicherweise zu versiegeln. Geht das? Ja, du wirfst eine Frackgranate rein. Mittlerweile ist auch das Devastator-Feuer von Wilhelm erloschen, verklungen, auch wenn die letzten paar Hormaganten noch kommen. Du wirfst eine Frackgranate rein, sprengst wieder 30, 40 von ihnen in die Hölle. Und du siehst dann eben auch, wie diese schleimige Flüssigkeit den Gang wieder versucht zu versiegeln und diese Schwarm- oder Reparierbewusstsein wieder auch wohl versucht, den Gang zu schließen, sodass das eben dann auch funktioniert. Also mit der Reparatur sind sie mehr beschäftigt als mit uns. Vermutlich wollten sie uns primär erstmal aus der Brutkammer raustreiben. Und jetzt, wo sie uns losgeworden sind, sind wir nicht mehr so wichtig. Also Aufmerksamkeit habt ihr jetzt auch mittlerweile durch die Explosion von dieser Seite bekommen. Ihr könnt jetzt sehen, wie von diesen Abermillionen von Hormaganten jetzt auch die ein oder andere in diese Gallenflüssigkeit springt. Aber der Raum selbst ist einfach so sehr gewaltig groß, dass die sicherlich jetzt erstmal die nächsten 5 Minuten zu euch rüberschwimmen durch diesen Gallesee. Und da wir nicht queren wollen, sind wir, glaube ich, bis dahin lange weg. Dann lass uns mal rechts und links von uns an der Wand lang gucken, ob da noch irgendwo ein anderer Ausgang ist, den wir erreichen können. Gib mir mal eine Probe auf Wahrnehmung. Ja, eins. Du schweifst mit deinem Blick durch den Raum und du siehst, wie wohl eine weitere Ader nach oben zieht. Und was eben an dir da besonders ist, ist, dass da wohl Blitze herauszucken. Blitze könnte gut sein. Gehirne funktionieren doch mit Elektrizität, oder? Mit solcher Art Impulsen. Richtig. Können wir das aushalten, diese Energiemengen? Unsere Servorüstung sollten dies eigentlich abfangen. Aber das ist auf jeden Fall etwas, was sich zu verfolgen gedenkt. Ich denke, dort finden wir das, was wir suchen. Gutes Auge. Dies scheint in der Tat der Ort unserer Begierde zu sein. Dann sollten wir dort hochgehen und schauen, was uns dort erwartet. Ja, vorrücken. Frage ins Off. Könnte ich einen zweiten Space Marine in meinem Jumppack aufwärts tragen oder ist das zu viel Gewicht? Nein, das funktioniert nicht. Okay, gut zu wissen. Aber wenn ihr euch dem Tunnel nähert und ihr von diesen Blitzen das ein oder andere Mal getroffen werdet, ihr müsst die Nerventunnel auf alle Fälle nach oben klettern, was euch allerdings auch erstmal gelangt. Die Schlote aus Licht werden dann allerdings auch so sehr einfach zu erklimmen. Ihr merkt, dass das wohl gerade die Gravitation wieder umschaltet, oder nicht umschaltet, aber dass ihr euch so sehr entfernt von der planetaren Einfluss und dann eben zu so einem wichtigen, lebenswichtigen Organ gezogen werdet, sodass ihr nur noch eine Mikrogravitation habt und fast sogar ohne ein Sprungmodul in den Nerventunneln herumfliegen könnt oder schweben, sodass ihr euch einfach nur noch mit euren Handschuhen, je nachdem wie weit ihr geklettert seid, abstoßt, nach oben zieht und dann etwas herumtrudelt. Ich erinnere nochmal an unsere Taktik. Und Bruder Wilhelm bilden die Mitte. Er wird mich begleiten. Wenn wir einen passenden Ort für die Bombe finden, werden wir diese dort platzieren. Ihr, Bruder Tordal und Bruder Arminios, werdet die Flanken bewachen, jeweils links und rechts. Und Octavius, ihr werdet nach
bedarf einer dieser beiden Flanken helfen. Alles klar soweit? Sehr wohl. Gib mir bitte nochmal eine weitere Wahrnehmungsprobe von denjenigen, die vorne sind. Bin ich eher breit aufgefächert und deswegen technisch gesehen alle vorne? Ja, wirklich breit könnte in diesen Nerventunnel auch gar nicht mehr sein. Aber ich meine nicht im Sinne von breit, sondern halt auf einer Linie, basically. Genau. Also ich würde auf jeden Fall nicht vorne gehen, sondern dafür sorgen, dass jemand vor mir ist. Du schwebst oder stößt dich ja immer als letztes oder so etwas ab, ne? Also ganz hinten dann dein Devastator. Aber ja, wieder einmal ist es Octavius, der den Blick nach vorne hat und du hast sie schon einmal gesehen, vor kurzem erst auf Castobel, auf dem Mond, Tantalus. Du siehst, wie dort oben zwischen den Blitzen herumfliegen in diesem Tunnel Gargüle, Gargoyles. Ja, ich gebe einen Alarmruf aus. Brüder, geflügelte Tyranniden, Achtung! Gut, wir haben schon damit gerechnet, dass wir hier mit Gewalt durch müssen. Wir sind darauf vorbereitet. Haltet euch an die Strategie und wir machen einen passenden Ort aus. Wir werden eine Stellung halten müssen. Ja, mit dieser Mikrogravitation ist das auch leider nicht möglich. Stellung halten, schwierig. Und ihr habt auch keine Mackstiefel, die jetzt hier an diesen Wänden funktionieren würden. Wenn ihr die Bolter hier benutzt, dann werdet ihr auf alle Fälle selbst herumgewirbelt durch den Rückstoß. Okay. Dann ziehe ich mit der linken Hand mein Kampfmesser und möchte mich dann irgendwo an der Wand verankern, wenn das geht. Ja, du kannst dich auf alle Fälle reinschneiden und dann auch so ein bisschen mit deinem Handschuh diesen Spalt vergrößern und dich dann daran festhalten. Und während die anderen es dir gleich tun, kannst du den geflügelten Schrecken erkennen, wie er dann auf euch zufliegt, durch die Schächte, zusammen mit den Blitzen.